Danke, dass du die Demo-Version heruntergeladen hast. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Wir spielen heute Trials of Mana. Und ja, ich habe es entdeckt im Steam-Shop, habe gesehen, da gab es eine Demo und die wollte ich jetzt gerne mal anspielen. Jeder, der mich vielleicht ein bisschen kennt, weiß, dass ich Secret of Mana damals geliebt und gesuchtet habe. Habe ich das ein oder andere Mal erzählt. Und da bietet sich's ja nur an, hier mal reinzuschauen. Wir spielen die Demo-Version, das heißt, wie in der Vollversion kannst du aus den 6 Optionen, die zur Auswahl stehen, einen Hauptcharakter und 2 Begleiter wählen, also ganz klassisch. Die Speicherdaten können aus der Demo zur Vollversion transferiert werden, das ist sehr gut. In der Demo-Version kannst du nur bis Stufe 7 aufsteigen und du kannst nur den Beginn der Handlung spielen. Das ist für eine Demo eigentlich schon sehr gut. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich werde mal einfach das Intro laufen lassen. Da kommt jetzt eine kleine Vorgeschichte. Da halte ich den Bubble und dann melde ich mich gleich wieder, wenn wir halt im Startscreen sind. Bis gleich. Aber vorher noch Info wegen automatischen Speichern. Aber jetzt. Of Mana. Oder Mana oder wie auch immer es ihr möchtet. So, kann ich wieder nochmal reden? Geht das? Ja, ich denke mal schon. Nochmal. Trials of Mana. Ja, es ist ein bisschen laut, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wenn mein Audio. Moment mal, ich versuche mal kurz was. Optionen. Es ist unheimlich laut. Musik vielleicht mal einen runter oder zwei runter. Ich glaube, das sollte reichen, oder? Die Musik ist ja schön und gut, aber wenn die zu laut wird, dann mal gucken. Effekte sind auch okay, die Charakterstimmen. So. Musikversion, ich habe die Neuauflage einfach mal angelassen. Wir können natürlich auch hier, ich zeige das mal kurz im Original. Das klingt schon sehr klassisch nach Super Nintendo, oder? Ich denke mal, wir lassen jetzt einfach mal, weil es halt noch eine Neuauflage ist, halt auch die Musik der Neuauflage. Und den Rest, jetzt weiß ich nicht, soll ich vorlesen oder soll ich nicht vorlesen? Ich schaue mal eben kurz. Ich wollte nur vorhin eigentlich die Klappe halten. Ja, speichern wir mal.
Ich weiß nicht, was davon zukommt, ja? Also ich habe keine Ahnung, deswegen einfach mal ein neues Spiel starten und gucken. Wir spielen übrigens mit dem Controller. Ich denke mal, das ist ein bisschen zugänglicher für diese Art von Spielen. Und ja, ich habe mich noch nicht informiert. Ich weiß nicht, worum es hier überhaupt geht. Ich weiß nur, also Mana ist halt, ne? Ich mache mal einfach ein neues Spiel. So, die Helligkeit so einstellen, dass der linke und das rechte Bild sichtbar sind. Beide sichtbar? Geht das auch irgendwie? Hä? Aber die sind doch beide sichtbar. Okay. Oh, Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad kann während des Spiels geändert werden und wirkt sich nicht auf den Verlauf der Geschichte aus. Machen wir mal einfach, oder? Warte mal, einfacher Schwierigkeitsgrad für Leute, die sich mit Actionspielen ein wenig schwer tun. Anfänger? Die sich vor allem auf die Geschichte konzentrieren möchten. Du kannst das Spiel beliebig auf derselben Stelle fortsetzen. Es geht sonst nicht. Ja, machen wir einfach auf einfach. Ist ja nur eine Demo. Ändert ja jetzt nichts. Oder nicht bestätigt. Ah, Charakterauswahl. Durant. Durant ist ein stolz Alter. Durant ist ein stolzer junger Soldat aus Valsena, dem Königreich der Ebenen. Obwohl er ein... Alter, ich war noch nicht fertig. Ja, jetzt lass doch mal bitte oben. Obwohl er einen hitzköpfigen und kampflustigen Eindruck erweckt, findet sein Können mit dem Schwert den ganzen Reich Anerkennung. Durant lebt seine Heimat voller Inbrunst und hat großen Respekt vor dem Heldenkönig, einem guten Freund. Seines verstorbenen Vaters, das ist schwer. Hallo, die sollen die Texte mal lassen. Waffe, Schwerter, Stärken, hohe Angriffskraft und Verteidigung mit Schild. Heimat Valsena. Okay. Das ist also unser Hauptcharakter, ja? Die Angela. Angela ist die einzige Tochter der wahren Königin von Altenia. Huch. Entschuldigung. Dem verschneiten Königreich der Magier. Da ihre Mutter in ihrer Kindheit kaum... Alter. Kaum Zeit mit ihr verbracht hat, neigt die Prinzessin zu trotzigen Auftreten, trägt knallbunte Kleidung und spielt den Leuten in der Burg Streiche, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Trotzdem liebt sie ihre Mutter über alles. Angela hat es nie geschafft, das Wirken von Zaubern zu erlernen. Ein Problem, das sie bis zum heutigen Tage plagt. Moment mal, sie hat es nie geschafft zu zaubern, ist aber eine Zauberin, oder wie? Weil Geist, Glück, Intelligenz, Distanzmagie ist... Hä? Okay, gut, dann Kevin. Kevin ist der Thronerbe von Ferolia. Sein Vater herrscht als König über die Bestienmänner. Seine verschwundene Mutter war jedoch ein Mensch. Kevins Vater hat ihn zu einer wahren Kampfmaschine erzogen, was sich im Mangel der sozialen Kompetenz äußert. Da er es nicht gewohnt ist, sich mit Menschen zu unterhalten, ist er mitunter schwierig zu verstehen. Das Eis um das Herz des Jungen begann erst zu schmelzen, nachdem er sich mit dem Wolfswelpen Karl angefreundet hatte. Jetzt hört doch mal auf mit dem Text, verdammt. Waffen, Fäuste, Stärken, hoher Angriff und Verwandlung bei Nacht. Okay, der hat alles außer Intelligenz. Ist ein bisschen doof, der Junge. So, Charlotte. Charlotte ist die Enkelin des Priesters des Lichts und wirkte infolge des Elfenbluts in ihren Adern wesentlich jünger, als sie eigentlich ist. Wahrscheinlich ist dies der Grund dafür, dass sie von den Personen im Tempel, die für ihre Erziehung zuständig waren, stets verhätschelt wurde. Charlottes fröhliche und offene Art hat durchaus positive Aspekte, kann sich jedoch manchmal auch als Nachteil erweisen. Obwohl sie ein eher neugieriges Naturell besitzt, ist sie abergläubisch und ein kleiner Angsthase. Oh, so süß. Okay, sie ist gar nichts. Sie hat einen Flegel. Sie ist ein Flegel, okay. Stärken, Heilung, Unterstützungszauber, Heimat, Wendel. Stärken, ein bisschen Ausnahme, ein bisschen Intelligenz. Sie ist so ein bisschen so ein Allrounder, kann das? So, Adlerauge. Adlerauge stammt aus einer Wüstenfestung Neval, in der eine Gilde edler Diebe beheimatet ist. Der Waisenjunge wurde von deren Anführern Flammenkang gemeinsam mit Falk und Jessica, dessen leiblichen Kindern, großgezogen. Da er lässig und charmant wirkt, ist es manchmal schwierig zu erkennen, wann er etwas ernst meint. Seinen Freunden gegenüber ist er allerdings bedingungslos loyal. Nichts entgeht seinen geschärften Sinnen und seinem wachen Verstand. Aha. Waffen, Dolche, Stärken, flinker Kämpfer findet häufig Gegenstände. Das ist tatsächlich interessant. Und Resi. Resi ist die Prinzessin des gebirgigen Königreich Laurentien und Kommandantin der berühmten Amazonenwache. Sie besitzt einen eisernen Willen und ist ziemlich bodenständig und die Musik nervt auch kaum im Hintergrund. Obwohl manche sie als stur bezeichnen würden, ist Resi stets zur Stelle, um diejenigen Unterstützung zu gewähren, die sie brauchen.
Als Kind hat sie ihre Mutter verloren und seitdem bei der Erziehung ihres kleinen Bruders Elliot mitgeholfen. Am wichtigsten für sie sind ihr Vater, ihr Bruder und das Königreich. So, sie trägt Lanzen, hat Fernangriffe, Unterstützungsmagie und Herbeirufen. So, jetzt muss ich gucken. Will ich Durant haben? Mit normalem Schwert und Schild? Oder möchte ich den hier haben, den Adleraugen? Er ist ein bisschen schwächer, ist aber auch ein bisschen intelligent. Ein flinker Kämpfer, boah, ist schwer. Ich würde sagen, wir machen mal ganz klassisch. Wir nehmen mal Durant. I'm a soldier from Volsena. The name's Duran. Ja, okay, danke. Haha, cool. Das sind alles. Ah, okay, pass auf. Dann nehme ich natürlich ihn als erstes. The name's Hawkeye. Renowned thief from Navarre. Und ich nehme die süße Charlotte, oder? Ja. I'm Charlotte, Resident Beauty of Wendell. Ja, genau, natürlich. So, und jetzt, kann es jetzt losgehen? Gruppe bestätigen. Mit dieser Gruppe fortfahren? Oh ja. Ich bin so mächtig gespannt, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Silberne und goldene Mana-Statuen. Interagiere mit den silbernen Mana-Statuen, um dein Spiel zu speichern. Goldene Mana-Statuen ermöglichen es dir, nicht nur den Spielstand zu sichern, sondern stellen auch deine Trefferpunkte und Magiepunkte wieder her. Angeblich steht irgendwo auch noch eine ganz besondere Mana-Statue. Okay, danke, danke. Okay, Silber immer speichern, Gold immer... Oh, jetzt... Psst. Duran, hey, you're up. Pull yourself together. Commence the final match for the Sword Mastery Tournament Youth Division. Combatants, forward! I'll break you like a dry noodle. Nein, tust du nicht. Give it a try. I dare you. Yeah, come here. Begin. Oh. About time I took you down a peg, Bruiser. Kampftutorial, okay. Okay, schwacher Angriff mit B. Ein schwachen Angriff. Oh. Okay, ausweichen. Huch. Ja, komm her. Aha. So. Jetzt bin ich da richtig... Ja, geht nicht, ne? Komm, versuch. Aha. Besseres Timing? Ich weiß nicht. Na komm, nochmal. Aha, und jetzt? Almost done. Ich muss jetzt schon einen starken... Oha. Okay, das ist jetzt... Aua. Okay, das ist so ein bisschen wild, aber gedrückt aufladen, das habe ich doch vorhin schon gemacht. Du. Jetzt. Oh. Okay, es ist ähnlich wie Secret of Mana, muss ich sagen. Huch. Und X. Was ist das? You're gonna feel this one. Was ist das denn? Crosscut. Oha, cool. I forfeit! Ja, ist besser so, mein Freund. Jetzt kommt der Hold König. Your weapons. Okay. We have our new champion, Duran! You've come far in your training, lad. Duran, soldier from Volsena, Kingdom of the Plains. Okay. His father, Loki, the Golden Knight and friend to the Hero King, Richard, went missing. When the young soldier was but a child. Loki ist mein Papa? Alles klar. His mother succumbed to sickness and grief, leaving him and his younger sister Wendy to their aunt Stella. Huh? Like his father before him, the boy could not deny the pull of the blade. From a young age, he outshone all other swordsmen, and eventually came to be in service to the king himself. Ja, so bin ich. So bin ich. Also man spricht das D im Ende gar nicht aus des Namens. Das ist nicht Duran, sondern Duran. Oder Duran. Okay, ja, muss man wissen, ne? So, das ist alles meine Burg, richtig? Man, I'm beat. Hang in there. The next shift is on its way. I'll do one more round in the meantime. Okay. Genau, jetzt kommt ein Angriff. Wetten wir? Nicht schlafen.
Hallo, ein echter Krieger hält die Wache. Oder auch nicht? Hallo? Wow. Wie das, als sie ein Kind waren? Where are you going? Off to slay some dragons. The fearsome beast known as the Dragon Lord is the strongest of its kind. But don't worry. His Highness and I won't lose. Better. Now, take care of your mother and sister while I'm gone. Understood, son? I will. Bye-bye. Unser Vater ist ein Super Saiyajin. Krass. Einige Monate später. Madam, your husband, Loki. He took a blow meant for me, causing both him and the Dragon Lord to fall into the depths of an abyss. My men and I searched the area for a week, but to no avail. We could not find Loki. I see. He fulfilled his duties as the Golden Knight until the very end. I'm sure that's what he would have wanted. Nein. Simone, my lady. Unsere Mutter heißt Simone. Cool, mein Sohn heißt Simon. Kleiner Fun Fact. Oh, Stella. How could you let your illness go untreated for so long, Simone? If Loki knew I was ill, he would have neglected his duties for my sake. I just couldn't hold him back like that. You're both such fools. Stella, my children. Do not fret, Simone. I will take care of them as if they were my own. You have my thanks. Simone? No. Wir sind Waisenkinder. Das ist meine Schwester und ich. Shouldn't be sleeping on the job. Nein, das solltest du nicht, mein Freund. Magier. Illusion, Phantome, was auch immer. Wir werden angegriffen. What happened here? Huh? What's that? Okay, verfolge den Eindringling. Würde ich ja gerne, wenn ich jetzt wüsste, wo es lang. Warte mal. Ja, weiß ich. Kann ich hier irgendwas. Hier ist eine Statue. Wie kann ich die denn. Ah! Ja, na klar, natürlich. Ich will speichern. Ja? Okay. So, als ob wir jetzt hier irgendwie sterben würden. Okay, wir können mit dem Sprungtaste interagieren, scheinbar. Alter, guckt euch das mal an, wie cool das aussieht. Ja, ich weiß, ich muss halt. Sorry. Halt! Who are you? You are sharper than you look. Boom. What's so funny? The fact that you are considered the best fighter in this miserable castle. I think it's time I show you how powerless you really are. No more talking! Okay. So einer bist du halt, huh? Feigling. What senile old fool would entrust the security of the castle to a child? Oh, my apologies. You work for the king, do you not? What? Don't you dare insult his majesty! Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Ja, komm schon, aufstehen. Now the finishing blow!
Nein, noch nicht. Someone infiltrated the castle. Find them. Huh. Seems you'll live another day. No matter. If all the king can boast is soldiers of your caliber, we can take this kingdom anytime we choose. Voll eine unpassende Stimme. Voll unpassend. Stop. Wer war das? Wer hat uns aussehen lassen wie Last night, an unknown wizard managed to penetrate our defenses. Uh-huh. The soldiers on duty were no match for him. Duran was the only survivor. Witnesses say the man was wearing a red cloak. It has to be that Altenish cur, the Crimson Wizard. You mean Altena sent a spy? No honor among the lot of them. We should mount a full-scale attack on their forces before they sneak in again. Who's with me? Right! Hold! There is no definitive proof that Altena sent the intruder. Nor would they have reason to attack our kingdom in the first place. We cannot act rashly. Whoever attacked last night got past our defenses and some of our best soldiers. If we act hastily, we could fall into our enemy's trap. First, we must strengthen the castle's defenses and increase the guard. Then we shall send our own spies into Altenish territory. Yes, sir! But why would the true queen of Altena attack Valsena of all places? Tja, das ist die Frage. Vor allem, warum wollten wir angreifen? Ich meine, wir haben doch gesehen, was einer mit uns gemacht hat. Und da werden wahrscheinlich noch einige von diesen Zauberern sein, oder nicht? Jetzt, ich frage ja nur von Freund. Curses. Auf den Tisch hauen. Curse it all. Jetzt sind wir Depri. Hey, your wounds haven't healed yet. You should be in bed, silly. Oh, Wendy. Red, whatever, just... I just let him... Are you listening to me? Stop whining and listen! I hate you! Wendy! Wait. Tja. Abgesehen davon, ich meine, erkunde die umliegende Stadt. Wir wurden vorhin mit einem Feuerball angegriffen. Als Sohn von Loki. Loki ist der Gott des Feuers. Ich sag ja nur, ne? Also, oh. Außerdem sind wir ein Super Saiyajin. Also haben wir auch den Super Saiyajin-Blut. Ich meine, guckt euch das mal an. So, mein Freund. Mein Bruder war in der Nacht dort, als der purpurfarbene Schurke kam und... Und was? Mein Bruder war in dieser Nacht dort, als der purpurfarbene Schurke kam und... Weiter weiß ich nicht. Okay. Amann? Überall in der Stadt sind Soldaten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Soldaten? Hurra! Okay, ich darf nicht. Hallöchen. Deine kleine Schwester macht sich doch nur Sorgen um dich. Breite ihr keinen Kummer und geh nach Hause. Jetzt ist auf die Kuchen, oder? Ist doch ein Problem. Ich mach, was ich will. Ich bin nämlich schon ein großer Junge. Hi. Was macht deine Verletzung, Duran? Deine Majestät hat sich danach erkundigt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass dieser Eindringling dich überwältigen konnte. Ja, noch ein bisschen Salz in die Wunde. Dankeschön. Lass dich vom Popo-Zauber nicht runterziehen. Geh lieber mit mir tanzen. Ja, wenn du so sehr mit mir tanzen willst, warum? Was? Lift 2? Mit dem 4 kannst du dein Bewegungstempo steigern? Ah, okay, ja, gut, okay, das wussten wir schon. So, kann ich hier ein bisschen was nehmen? Nein. Ich könnte hier raus. Ich könnte aber noch mit der Blechbüchse hier reden. Für die Sicherheit sind wir zuständig. Dankeschön. Was höre ich da von einem Krieg? Stimmt das? Du bist ein Soldat, du musst doch was wissen. Nö. Hello, Lady?
Hallo? Boah, ich wollte mit ihr da reden. Was höre ich da für einen Krieg? Stimmt das? Warum sagst du dasselbe, was dein Buddy hier gesagt hat? Kann ich hier hoch? Hoch? Habe ich mit dem schon gesprochen? Was ist deine Majestät? Wird sich um diesen altianischen Hund kümmern. Warte ab. Ja, ich warte ab. Warte, super ab. Ich will jetzt aber zu meiner Schwester. Geh mal weg hier. Whining, huh? I walk around town, might clear my head some. Oh mein Gott, Alter, wie groß ist das hier? Ich liebe ja Städte und so weiter. Aber irgendwie, ja. Hallo. Alles in Ordnung, Duran? Mach dir keine Sorgen um die Burg. Wir kümmern uns darum, während du dich erholst. Ja, als ob es nicht schlimm genug wäre. Warum kriege ich denn hier? Okay, das weiß ich jetzt, aber ach, warte mal, ein Ringmenü haben wir auch. Ach, guck an, wie schön. Gegenstände. Wie cool, wie damals. Warum haben einige hier so einen komischen Stern über den Kopf? Der Purpurzauber ist eine Legende, aber ich hätte nie gedacht, dass dieser Feigling auch ein blutrünstiger Spion ist. Und du? Alle Soldaten, die Dienst hatten, wurden von einem einzigen Zauberer besiegt? Ich glaube, keiner von uns ist sicher. Ach, geh weg. Ich erstmal eine Level up bin, warte mal ab. Oh, da ist doch, da sieht doch was sehr nach Untersuchen aus, oder? Aha. Lucre. Ist das Lucre? Heißt das so? Okay, und da ist noch was. Aha, ein magisches Seil erhalten. Ja gut, okay, was brauche ich für ein Seil? Was ist das hier? Dein Vater, der goldene Ritter Loki, wurde vom Drachenherrscher niedergestreckt, als er seine Majestät beschützte. Ich weiß, dass du seinen Namen gerecht werden kannst. Und warum? Ah, was haben wir hier? Einmal Heilkraut erhalten, sehr schön. Gut, die Steuerung ist jetzt nicht unbedingt zwingend kompliziert, aber man muss sich trotzdem noch dran gewöhnen. Ich möchte jetzt raus. Ich will einfach mal ein bisschen Fete machen hier. Komm. Die nächtlichen Patrouillen sind verstärkt worden, seit sich dieser Eindringling reingeschlichen hat. Nachts darf niemand mehr in die Stadt verlassen. Oh, Befehl des Königs. Ist ja doof. Dann, ich wollte eh nicht raus. Geh mal weg hier. Hallo, tschüss Mädchen. Was höre ich da von einem Krieg? Stimmt das? Ach, ihr habt alle immer nur dieselben Texte hier. Ist doch langweilig. So. Hier ist auch wieder was zum Einsammeln. Ich sammle einfach mal. Ich entdecke mal ein bisschen, ich erkunde. Ich denke mal, das ist doch... ja, tatsächlich eigentlich schon Pflicht bei solch einem Spiel, oder? Ja, kann ich hier auch nicht? Nein. Und du, mein Freund? Wenn unser bester Soldat es nicht mit dem Feind aufnehmen kann, was sollen wir denn... was? Wie sollen wir dann die Stadt beschützen? Tja, mein Freund, das wüsstest du gerne. Kann ich hier hinten rein? Nein, okay. Muss ja auch nicht. Wollte ich auch gar nicht. Kann ich hier rein? Is that you, Duran? Bist du das, Duran? I don't want to go home. Not yet. Oh. Oh, ach so. Okay, das ist also unsere Wohnung. Sehr gut. Huch. Aha. Eine Feennuss erhalten. Warte mal, Feennuss? Wie war das damals? Nüsse haben Magiepunkte wiederhergestellt, oder? Hier gibt es tatsächlich... huch. Nichts. Toll, danke. Ist das jetzt hier... kann ich jetzt hier rein? Kann ich jetzt irgendwelche Schwerter... euer Ernst? Liebe Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass das Soldatendasein gefährlich ist, aber es zerbricht einem dennoch das Herz, wenn man jemanden verliert. Ja, kann ich auch mit dir handeln? Guten Abend, Duran. Wenigstens bist du in dem Leben davon gekommen. Ja, danke. Ich mach den Spiegel kaputt, ne? Okay, man kann hier jetzt nichts machen. Großartig sehe ich gerade, außer wieder rausgehen. Alles klar. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen, ne? Sag mal, gibt es hier... warte mal, wie war das noch mit der Stadt? Hauptmenü. Gegenstände, Ausrüstung. Wie war denn das jetzt mit der Karte? Karte? Ah... gibt es hier auch irgendwelche... aha, okay, ich bin hier, ich bin hier. Ich habe keine Ahnung. Umbra-Zeit. Umbra-Zeit ist immer gut. Kam ich nicht hier raus?
Ja, ich kam hier raus. Entschuldigung. Bin noch neu hier, ja? Okay, dann haben wir hier die Statue. Dann müssten wir hier mal rein. Einfach mal gucken. Wie gesagt, ist hier nun angespielt. Sonst würde ich hier alles erkunden, in aller Ruhe. Aber ich muss ja noch ein bisschen was zeigen, ne? Hallöchen. Wie können wir beruhigt... Was? Wie können wir beruhigt feiern, wenn die Burg Valfene angegriffen wurde? Ich wollte die Fahrwagerin fragen. Ach, das ist extra so Fragen. Okay. Finde ich süß. Hätte ich das vorher gecheckt, hätte ich dann sofort schalten können. Lucre. Ein Buch. Das Wechseln von Klassen. Klassen. Eine verborgene Kraft bestimmter Mana-Steine besteht darin, die schlummernden Fähigkeiten von Abenteuern, die ihre Klasse wechseln möchten, zum Vorschein bringen zu können. Ein Klassenwechsel setzt ein Mindestmaß an Erfahrung voraus. Zunächst gilt es, durch das Austragen von Kämpfen eine bestimmte Stufe zu erreichen. Stufe 18 für Klasse 2 und Stufe 38 für Klasse 3. Klasse 3 gehört zu den höchsten bekannten Klassen. Ihr Macht ist so gewaltig, dass Meister Grand Croix sie versiegelt hat. Ohne einen speziellen magischen Gegenstand ist es nicht möglich, die Klasse freizuschalten. Okay, man kann Klassen also wechseln. Auch sehr interessant. Was gibt es hier? Die Mysterien der Mana-Steine. Sie sind voller Mysterien. Wow, best book ever. Das Monsterhandbuch enthält Informationen über alle möglichen Monster, von Mümmlern bis zu Mykoniden. Einige Beschreibungen sind in einer uralten Sprache verfasst. Die kann ich nicht lesen. Muss ja auch nicht. So, was können wir hier machen? Wir können jetzt hier lesen, oder? Alle Soldaten, die Dienst hatten, wurden von einem einzigen Zauberer besiegt. Ich glaube, keiner von uns ist sicher. Und ich glaube, ich habe nur ein bisschen Copy gepastet, entschuldige. Okay. Gibt es hier irgendwo noch einen Ort, wo ich hin kann? Irgendwie zu meiner Schwester oder so, weil ich meine... Eine Schokolade. Oh ja, boah, jetzt Schokolade. Boah, was würde ich jetzt für Schokolade geben, ey? Wahrscheinlich rund einen Euro. Aber egal. Solange dieser Zauberer sein Unwesen treibt, will ich ja kaum das Haus verlassen, geschweige denn die Stadt. Ja, okay. Hashtag stay home, ne? Kann ich bei dir im Bett schlafen? Nein, macht man ja auch nicht, hast du recht. Alter, wo ist jetzt meine kleine, vermaledeite Schwester? Hast du meine Schwester gesehen? Ja, ihr seid für die Sicherheit zuständig. Ist klar. Wo kann ich hier rein? Nein. Aber ich kann hier hoch. Ah? Hallo? Okay, aber ich kann hier nicht rein. Sag mal! Musste ich gar nicht raus? Anders? Sag mir nicht, die ist noch da drin. Was ist denn das hier? Was? Magische Töpfe. Versuche, gefundene Samen im magischen Topf neben dem Empfangstheke in einer Herberge anzupflanzen. Aus den verschiedenen Samenarten kannst du Gegenstände und Ausrüstung wachsen lassen. Je mehr Samen du pflanzt, desto höher steigt die Stufe der magischen Töpfe. Und mit der Stufe erhöht sich auch deine Chance, gute Gegenstände aus Sachensamen zu enthalten. Außerdem lassen Gegner dann häufiger Samen fallen. Okay, mach ich. Ja klar, einpflanzen. Ui. Das ist cool. Was eine Dryadenbüste enthalten. Erhalten. Was hab ich davon? Cool. Es steht mir zwar nicht zu, einem Soldaten zu sagen, was er tun soll, aber deine Tante und deine kleine Schwester machen sich Sorgen um dich. Vielleicht solltest du heute Nacht nach Hause gehen. Ich wollte nach Hause. Ich wollte nach Hause und ich durfte nicht. Hi. In der Burg war ganz schön was los. Der Besitzer meinte, es wäre besser, nicht nach draußen zu gehen. Ja, das, ne? Ich war auf dem Weg nach Osten zum Hafen von Maya. Doch dann fiel mir ein, dass sie die Stadt bei Nacht nicht verlassen dürfen. Das wir. Verdammt, ich kann nicht mehr lesen. Diese alte Wahrsagerin hatte recht. Ich muss sie nochmal um Rat bitten. Huch. Okay, Wahrsagerin. Okay. Begib dich zur Wahrsagerin. Sehr schön. Wo ist die Wahrsagerin? Ich glaube, da, wo der Stern ist, da müssen wir hin. Ich verstehe langsam. Ja, ich bin schon so ein Ausgefuchster, ja, ne? Da ist die Wahrsagerin. Das sehe ich doch schon von hier aus. Ja, doch schon an dem Anstrich des Daches. Voll die Wahrsagerin hier. Hallo. Wahrsagerin. Sag mir, was war. Welcome, young man.
This shop is for reading fortunes. Nein. Your pinched face tells me you have a lot on your mind, son. My what? People's lives are 99% destiny. But the rest of your future is always shaped by your will. It is up to you to decide. We call that final 1% hope. Uh-huh. Wahrscheinlich. Come now. Anyone can see you bear a great burden. Let this old bird set you on the right path. Boom. Fortunes? Why would I trust my fate to something like that? All I believe in is strength. But I'll listen to what you have to say if you tell me how to become more powerful. Manners, you oaf! No need for rudeness. To become more powerful, you must head to Holy City Wendell. The Priest of Light can teach you how to switch your class. My class? Son, you listen and you listen good. Even a clueless fighter like yourself can eventually change to a better class. Now get out of my shop! Diese Bewegung, die gar nicht passend zu dem, was er gesagt hat. Bereite dich auf eine lange Reise vor. Ich würde jetzt aber gerne mal wieder. Sag mal, hallo. Huch. Junge, jetzt hör mal zu, und zwar genau. Selbst einem unwissenden Kämpfer wie dir ist es irgendwann vergönnt, in eine bessere Klasse aufzusteigen. Alles ja gut, halt mal die Klappe hier. Nicht so frech hier, ja? Warte mal. Was gibt's denn hier? Kann ich hier. Schade. Kann ich ein bisschen kaputt machen? Auch nicht, schade. Nichts, man hat hier keinen Spaß. Switching classes, huh? Yeah. It means I can defeat that crimson jerk. I'll do anything. Well, better head to Wendell and see what all this fuss is about. Wer ist denn jetzt wieder Wendell, ey? Hallo. Ja, ja, ganz genau. Okay, wir haben ja hier zum Glück unsere Sternchen auf der Minimap. Werden wir jetzt mal sofort los. Dann schauen wir mal, ne? Hallo, Wendell. Das ist der Witz mit der Wendeltreppe, obwohl wir hier eine Treppe besteigen. That lousy, conniving, murderous crimson wizard is dead meat. Won't let him get away. Not again. I won't come back until he's finished. I won't. Ja, okay. Lasse Valsena, aber ich wollte doch zu meiner Schwester. Hm. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange jetzt wir noch weiterspielen können, aber ich würde sagen, so 40 Minuten fast, ne, das reicht einmal für eine Folge. Vielleicht mache ich noch eine Folge angespielt. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir zwei Teile hochladen. Hier ist erstmal Schluss. Lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Leute, und ja, bis zum nächsten Teil. Tschüssi.